Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir das Lied Die Vogelhochzeit. Die Vogelhochzeit bewegt sich bei den Tönen C bis G, aber es kommen Sprünge vor. Das heißt, es liegen nicht immer alle Töne nebeneinander. Die linke Hand begleitet in halben Noten immer entweder ein C oder mit G. Ich spiele es euch einmal vor. Zum Mitspielen jetzt geht's an die Tasten. Die Noten in den ersten beiden Takten sind auf der ersten Linie das E, dann G, E, G, E, F, D, F, D. Es ist etwas schwierig, vielleicht müsst ihr mal in der Luft spielen. 5, 3, 5, 3 und nochmal 5, 3, 5, 3 oder auch 4, 2, 4, 2. Wir spielen es nochmal auf Tasten. 3, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 2. Und die Töne sind E, G, E, G, E, F, D, F, D. Ich spiele Takt 3 und 4. Es sind wieder Sprünge. 3, 1, 5, 3, 2, 5, 5. Und nochmal. 3, 1, 5, 3, 2, 5, 5. Spiele erstmal in der Luft. 3, 1, 5, 3, 2, 5, 5. Und jetzt etwas schneller. 3, 1, 5, 3, 2, 5, 5. Und dann wieder auf Tasten. 1, 5, 3, 2, 5, 5. Takt 5 und 6. C, C, C. D, D. Takt 5 und 6. C, C, C. Spielt es mal für euch durch. Und die letzten beiden Takte. E, C, D, D, C. Mit Finger 3, 1, 2, 2, 1. Wir spielen das Lied von vorne mit der rechten Hand. Sprecht die Fingerzahlen mit. 3, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 2. 3, 1, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 1, 1, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 2, 1. Die linke Hand in halben Noten. Beim ersten Ton, da steht eine Pause drunter. Das ist ein Rest von einem anderen Takt. Man nennt es auch Auftakt, wenn ein Lied nicht auf die 1 im Takt anfängt, sondern auf 3 oder auf 4. Ihr seht nach der ersten Note den Taktstrich. Also. Jetzt können wir die linke Hand auch spielen. C. Und
und so weiter. Ihr spielt die linke Hand, ich spiele die rechte mit. 1, 2, 3, 4, C, C, G, G, C, C, G, G, C, C, G, G, C, G, C. Gut gemacht. Drück auf Pause. Spiel es mehrere Mal für dich und wenn du soweit bist, dann spielen wir es jetzt in langsamem Tempo mit zwei Händen. Vorsicht, es beginnt auf die 4. Ihr erinnert euch an den Auftakt. 1, 2, 3. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.